Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde in Dead Cells. Wurde sich mal gewünscht und aktuell kann ich auch nichts anderes spielen. Ich könnte schon, aber mein Internet spielt gerade einfach nicht mit. Das ist sehr, sehr belastend und ärgerlich. Wollte das Wochenende auf jeden Fall dazu nutzen, in Warframe mal wieder ein bisschen weiterzukommen. Das habe ich lange wieder liegen lassen, so wie andere Projekte natürlich auch. Wreckfest müsste mal demnächst wiederkommen. Aber ich wollte jetzt in Warframe noch schnell die Waffen erfahren, also die Primaries, die Prime-Waffen und Co., bevor die dann letztendlich in die Vault gesteckt werden. Und ja, aktuell geht das leider schlecht, weil ja, mein Internet da gerade nicht mitspielt, wie gesagt. Ich habe eben gerade noch eine Runde gespielt, hier schon Relikt aufmachen. Und die Leute fragen sich, warum es so laggt. Ich war der Host. Ja, das tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann einfach nichts dagegen tun. Heute ist wieder echt so ein Tag, wo mein Internet besonders viel Bock hat, um mich zu ärgern. Und deswegen habe ich mich überlegt, dass ich auch mal gewünscht wurde. Kann man auch mal wieder Dead Cell spielen. Ja gut, hat sich das erledigt? Oh wow. Ich hab gedacht, ich bin jetzt so RIP, Alter. Dead Cells, wurde sich gewünscht. Und der Account, mit dem ich hier spiele, beziehungsweise der Durchlauf, den ich hier gerade spiele, ist noch von dem Abend mit meiner Arbeitskollegin, die mich netterweise mal besucht hat. Man weiß ja bei ihr nie, so wann die mal Zeit hat, aber da hat sich mich mal gefragt, ob es mal Zeit hätte am Wochenende. Und da habe ich ihr das Spiel mal kurz gezeigt, weil ich das ganz cool fand. Sie nicht so krass, aber hey, ist ja nicht jedem seine Sache und ich weiß nicht, warum ich diese zwei Totenköpfe über dem Kopf habe, wobei ich weiß es doch, oder? Nee, weiß ich doch nicht. Keine Ahnung, warum ich das über mir habe. 12 Minuten zu spät, ja, ist ja gut. Deswegen starten wir nicht mit einem neuen Durchgang, sondern mit einem schon angefangenen. Aber es ist ja nicht so schwer oder so schlimm. Denke ich zumindest mal, denn die Ausrüstung, die ich hier habe, die ist eigentlich mal gar nicht so verkehrt. Und ich habe diesen Doppelbogen echt lieben gelernt, du. Der ist so geil. Also. Bap. Ich weiß nicht, warum ich doppelten Schaden bekomme. Warum bekomme ich doppelten Schaden? Schaden gegen Frostziele. Da wird nur eine Granate fallen. Maximale Munition. Warum bekomme ich doppelten Schaden? Was verursacht diesen Effekt? Das ist gerade hart ärgerlich. Wegen sowas nämlich. Das war definitiv nämlich, ups, vorher nicht da. Verkaufen. Das ist scheiße! Boah, Alter. Warum? Warum bekomme ich diesen Schaden? Es ist für mich nicht ersichtlich. Ein Treffer nicht mehr RIP, Alter. Ich schwör's euch, das war nicht so. Das ist erst seit kurzem so. Also seitdem ich das Spiel wieder gestartet habe. Natürlich willst du mich jetzt. Da muss ich ein bisschen. Oh. Ein bisschen taktischer spielen. Als ob, Meister! Als ob! Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu Dead Cells. Wir fangen hier gerade eine ganz neue Runde an. Wo wir versuchen, hart zu eskalieren. Brandbombe nehme ich mit, weil... Oh, ich liebe diese Waffe.
Weil es geil ist. Was war das gerade? Und wie gesagt, ich weiß nicht, warum ich doppelten Schaden kriege. Dürfte nämlich eigentlich... Ich hatte keinen Effekt, der das... so in den Vordergrund stellt. Hup, 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 hup. Na, ich mag diese Brandbomben. Na, als Maul. So. Ja, verrecke! Ja, ich liebe dieses Spiel, das ist so cool. Wenn man überlegt, ich habe eigentlich noch gar nicht alles gesehen, was dieses Spiel zu bieten hat. Ich meine, so viele Waffen sind ja noch für mich verschlossen. So viele Items kann man noch finden. Türen oder Fähigkeiten, die man noch haben kann. Ja. Welche das Spielerlebnis nochmal ein bisschen anheben. Hi. Da, Feuer. Na, ich bin voll. Noch nicht einmal getroffen worden. Na, ich bin ja der Geilste, Alter. Na, pap, 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 pap. Fuck. Sagte er und... chokte dann. Nop, 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 nop. Ma, pap, pap. Ja, Leute, dicke Empfehlung von mir. Das Spiel hier, das ist schon ziemlich schnieke, wenn ich mal so sagen darf. Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum manche Ausrüstungsgegenstände oder Waffen zwei Kategorien besitzen. So wie jetzt zum Beispiel das hier. Einmal rot und lila, das für Brutalität und für Taktik steht. Was genau das jetzt an dem Ding an sich verändert. Ob es vielleicht auch einen Unterschied gibt, wenn ich jetzt zum Beispiel Brutalität erhöre, ob das mit der Fackel was anderes macht, als hätte ich jetzt Taktik erhöht. Keine Ahnung. Oder ich habe einfach die Entscheidungsgewalt. Automatische Doppelarmbrust. Das heißt, diese Doppelballiste? Fehler. Ich wollte mir noch ein paar Waffen freischalten. Stationäre Falle. Ja, das ist die. Das will ich gerne haben. Sobald es mir natürlich dementsprechend möglich ist. Verbessern. Was habe ich jetzt? Abwandschliffen, gefräßige Würmer, ist geil. Mal auch mal giftige Wolke, ist auch geil. Und hier will ich jetzt mal statt dem hier was anderes nämlich nehmen. Denn ich glaube, mein Spielstil verändert sich automatisch, wenn ich weiß, dass ich einmal sterben darf. Deswegen will ich mal öfter auf die hier gehen, so Nekromantie. Das ist einfach ein taktisches Spiel und so unser Leben wiederherstellen. Effizienz und dann vielleicht sogar das hier. Kombination. Aber ich werde erstmal auf. Was mache ich als erstes? Nekromantie. Nekromantie nehme ich. Damit sind die drei Sachen jetzt auf ewig gesperrt. Aber wurscht. Also wird es für den Run gesperrt, ne? Man versteht sich natürlich. Zack! Zack! Zack, ich mag eh keine Türen. Ich vergesse immer schön die Karte abluten hier. Ach komm, Alter! 15 Sekunden! Mach nicht diesen! Tada! So, und hier stellt drei Gesundheit wieder her. Oh, das ist, ach, das deckt sich auch noch mit. Das habe ich zum Beispiel auch noch gar nicht gewusst. Wenn ich überlebensskille, verstärkt sich auch der Effekt von Nekromantie. Das ist natürlich mega geil. Aber ich werde trotzdem auf das hier gehen, weil... es einfach so ist. Komm schon. Und alles an Gegner mitnehmen. Jeder kann eine Seele fallen lassen. Hier eine Cell. Brauche ich alles.
Ein Händler. Ausbalanciertes Schwert, das mag ich. Der Hammer ist auch ganz geil, aber das balancierte Schwert ist cool. Das möchte ich gerne haben. Tatsächlich. Das Spiel denkt sogar mit. Feuer funktioniert im Wasser nicht. Ist natürlich komplett logisch, aber... Ich bin froh, dass das Spiel es akzeptiert. Was macht mein Handy denn jetzt gerade? Was machst du? Google, ich habe dich nicht gerufen. Ah, fuck. Jetzt habe ich ihn getriggert. Wow, wow. Ups, das war ein bisschen daneben geworfen. Fuck. 10 Seelen. Ah, oh, die wären natürlich jetzt super geil, ne? Oh, hier muss man sich so stark konzentrieren, ey. Aber das Spiel macht halt einfach Bock. Was soll man dazu sagen? Renne! Feuer und Gift ist aber auch schon heftig, ne? Hm, wo können wir da überall lang? Schnauze. Und du triffst mich nicht. Weil ich bin nämlich Speedy Gonzales. Arriba! Ah, fuck, da kann ich wieder nicht. Da kann ich wieder nicht lang. Dafür brauche ich wieder irgendeine spezielle Ability. Da. Hi. Das müsste ein Bogen sein, der müsste mit meiner Mutter schlafen. So krass dürfte der sein. Frau! Aua. Au! No! Ah! Junge, Junge, Junge. Der Stampfer. Ups. Was willst du tun? Tadam, 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 tadam. Bop. Schon wieder so ein Ding, ey. Ab. Runter, runter. Ich rede schon wieder zu wenig, ne? Ich versuche gleich dran zu arbeiten, aber du kannst in diesem Spiel einfach nicht quatschen. Weil du bist so on fire. Boah, wie gemein war das denn? Dann muss ja unten was sein hier, ne? Bin ich sauer. Noch ein Händler. Der nicht das hat, was ich gerne hätte. Die Befestigungsmauer sind wir auch schon wieder. So. Balliste. Fehler. Möchte mich... Die will ich haben.
Die will ich haben, die habe ich bei Hand of Blood im Video gesehen. Das Ding ist so heftig. Ohne Scheiß. Das ist eine Armbrustschrotflinte. Sowas brauche ich einfach. Wie viel Geld haben wir? Fähigkeit umschmieden, Gefolge ist eigentlich ziemlich cool. Bei dem mache ich mal. Na gut, investieren wir das Geld da rein. In die Dinger. So, Effizienz will ich haben. Aber wir haben diesen Run keinen Trank benutzt, oder? Das ist doch schon mal gut. Das freut mir sehr. Und wieder Befestigungsmauer. Du? Also, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Ich verstehe schon, wie ihr spielen wollt. Ah, man merkt direkt aber einen Schwierigkeitsanstieg, ne? Ah, den Fehler packe ich mal ganz gut aus hier. Ne, Doppelballister, ne? Das Ding zerreißt, Leute. Das ist so geil. Er hier, weißt du? Er glaubt, wo ist Robin Hood? Und was wurde ich getroffen? Ach, fuck! Die habe ich schon wieder komplett übersehen. Nein, ihr Wichser! Ihr Wichser, ihr Wichser, ihr Wichser! Wasserfalle? Nö. Das willst du nicht. Ah, so ein Scheißviech. Na? Hey. Hallo, komm mal her hier. Jawoll! Einfach ein bisschen die Viecher hier ranlocken. Das war mal wieder ein erfolgloser Run. Nicht mal bis zum ersten Boss gekommen. Komm her! Ja, das kann ich dann auch erstmal so weit vergessen. Das war's erstmal von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Aber es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und wie gesagt, auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung für Dead Cells. Immer noch. Ich hatte ja schon ein paar Videos dazu erstellt. Es macht unfassbar Spaß, auch wenn man so kacke ist wie ich und es onscreen nicht hinkriegt, davon irgendwie durchzulaufen. Ich sag's euch, die Runde, die wir, Spielstand, den wir ganz am Anfang hatten, ich bin da so durchgefegt, ohne alles, also volles End. Aber naja, war diesmal nix. Ja, vielleicht gibt es noch ein paar, wenn ihr Bock habt, lasst mich gerne wissen durch eine Bewertung oder durch einen Kommentar, wie ihr gerne möchtet. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Haut rein!